Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein kurzes Grußwort zu Weihnachten oder zum Christfest 2021, je nachdem, wie ihr dazu sagen wollt. Ich lese euch aus Lukas 2 die Weihnachtsgeschichte oder Christfestgeschichte. Ja? Die Geburt des Messias steht da drüber. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heere, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Das ist ein Text, der ist sehr bekannt. Das ist etwas, was eigentlich immer zu Weihnachten gelesen wird in den Kirchen. Zumindest früher war das so der Fall. Heute dann und wann. Man versucht da ja auch Alternativen. Ist auch okay, ja, aus dem Alten Testament, aus Jesaja und so weiter. Aber ich mag diesen Text sehr, weil dieser Text eigentlich von einer Zeit spricht, die hochmodern gewesen ist. Hier steht schließlich von einer weltweiten Volkszählung. Das heißt, der Kaiser Augustus, der hat aus Rom eine Volkszählung beauftragt in der ganzen Welt. Von England bis Nordafrika. Alle wurden gezählt. Nicht nur ein Staat innerhalb der EU, sondern alle Länder im Römischen Reich. Alle Welt sollte geschätzt werden, sollte gezählt werden. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Zahlen wurden von überall aus dem letzten Winkel des Römischen Reichs, aus Israel, zusammengezogen und in Rom zusammengeführt. Ohne Excel, ohne moderne Datenverarbeitung. Ja, also das ist schon was Großes, was hier gezeigt wird. Und die Weihnachtsgeschichte, die hat immer so was Krippenspielartiges. Ja, aber die Bibel sagt uns, dass das eine Hightech-Welt war. Und zwar eine Welt, die alles unter Kontrolle haben wollte, was irgendwie geht. Ja? Die ganze Bevölkerung zählen wollte und wissen wollte, wer wohnt wo und wie viele Leute wohnen wo. Und die mussten alle auch in ihre Vaterstadt gehen, um sich dort einzuschreiben. Und vielleicht haben die sich dort auch eingeschrieben, dahingehend, dass sie sagen, wir haben zwar dort gewohnt, aber wir sind da und dahin gezogen. Ja? Wir sind zwar aus Bethlehem, aber wir wohnen jetzt in Nazareth. Wanderungsbewegungen. Und die Frage ist ja, wofür brauchte denn der Kaiser die Zahlen? Was war denn da so wichtig dran? Wieso wollte er das Volk zählen? Wollte er nur wissen, wie viele Einwohner er hat? Oder ging es vielleicht um Infrastrukturprojekte? Wo müssen Baugebiete ausgewiesen werden?
Wo müssen Straßen gebaut werden? Römisches Straßenwesen, ja, sehr bekannt. Wo müssen Aquädukte und Wasserleitungen hingezogen werden? Welche Gegenden sind aufstrebend? Welche haben eher Bevölkerungsrückgang? Wie ist denn da der Zensus? Wie sind denn da die Einkommen? Welches Geld wird generiert? Ja, das sind ja alles Fragen, die hier behandelt werden in dem Text. Das heißt also, die Zeit war gar nicht so krippenspielartig, sondern es war eine Hightech-Welt, ja, Hochtechnologie-Welt, in der dieses Weltreich dann auch geprüft hat, wer wohnt wo und wer zieht wohin und was muss wo gebaut werden. Wie sehen Infrastrukturmaßnahmen aus? Das sind ja ganz moderne Vokabeln, die einem hier in dem Zusammenhang einfallen. Das war die Welt, in der Maria und Josef lebten. Und das war die Welt, in die Jesus geboren wurde. Das ist etwas sehr Neues etwas sehr Modernes, ja, fast wie heute. Und interessant auch ist, ich habe mir hier so aufgeschrieben, no excuses. Ja? Selbst die hochschwangere Maria musste nach Nazareth ziehen. 120 Kilometer von ihrem Wohnort weg, von Bethlehem nach Nazareth sind ungefähr 120 Kilometer, auf dem Esel, hochschwanger. Und es gab keine excuses, ja? Keine Entschuldigungen, dass man sagt, die Frau ist hochschwanger, ihr könnt die doch jetzt nicht einfach da von Nazareth nach Bethlehem ziehen lassen, auf dem Esel. Haben die aber gemacht, war denen egal. Ja? Da gab es keine Entschuldigung, das wurde gnadenlos durchgezogen. Der Kaiser will die Zahlen und die Leute müssen sich halt entsprechend fügen. Klingt auch sehr modern, eigentlich so wie heute. Ja? Dann hat mich letztens jemand gefragt, das fand ich sehr interessant, Maria und der Josef, die haben ja dann Herberge gefunden. Jesus wird geboren, wird in eine Krippe gelegt. Aber die Botschaft davon, die geht nur an die Hirten. Nur an die Hirten in Bethlehem. Shepherd's Field heißt es heute, das Feld der Schäfer. Warum hat Gott das nicht weltweit bekannt gemacht? Warum gab es nicht ein großes Feuerwerk? Christus ist geboren, der Heiland ist geboren. Warum werden nur in diesem verlassenen Nestlein Bethlehem auf irgendeiner Wiese, wo ein paar Hirten, die auf die Herde aufgepasst haben, dort, warum wird das nur dort verkündigt? Und nicht auf der ganzen Welt? Weil es war ja ein Ereignis, wo man sagen müsste, Gott kommt ins Fleisch, ja? Der Retter der Welt wird geboren. Das muss doch groß angekündigt werden. Ja? Gibt es ein großes Konzert dazu und einen großen Empfang und dann kommen die Engelchöre weltweit. Ja? Warum sind das nur die Hirten? Und das ist ein interessantes Thema, weil die Frage ist ja, was haben die Hirten denn da gemacht? Die Hirten waren nachts bei der Herde. Ja? Die Hirten waren auf dem Feld bei den Hürden und die hüten des nachts ihre Herde. Und die bekommen Licht. Nicht die Hohenpriester in Jerusalem, nicht die hohe Theologie, sondern diejenigen, die nachts bei den Hürden waren und die Herde gehütet haben. Und wenn man diese Worte jetzt ins Neue Testament überträgt und mal geistlich versteht, dann muss man sagen, die Pastoren, Pastor heißt ja auch Hirte, ja, die ihre Herde, ihre Gemeinde in der Nacht der Welt hüten, die bei den Hürden sind, die nicht schlafen, sondern die wach sind, und auf die Schafe aufpassen. Die haben Licht. Die bekommen Licht für das, was Gott vorhat. Und die Schafe, die dabei waren, die bekommen auch Licht. Und das ist was Schönes, ja? Das ist was, was auch für unsere Zeit heute gilt. Also diese Hirten haben Licht bekommen und ich mag diesen Vers 8 sehr. Ja, ich mag den sehr, weil der redet zu mir auf eine ganz neutestamentliche Art. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld, nicht zu Hause, auf dem Feld, bei den Hürden, bei den eingepflockten Schafen, da wo sie hingehören als Hirten, die hüteten, die passen auf, die hüten des Nachts, dann wenn alle anderen schlafen, hüten die Herde, die Gemeinden. Die kennen Gottes Wort und die haben Licht für das, was Gott tut. Ein wunderschöner Vers, ja? Und der kommt, naja, so ganz krippenspielartig hierher, aber wenn wir den im Zusammenhang lesen mit dem Neuen Testament, hat er sehr, sehr viel Bedeutung. Da könnte man eine ganze Predigt drüber halten, über diese Hirten, die auf dem Feld waren. Und die haben Licht. Denen offenbaren sich die Engel. Ja, die zeigen sich ihnen und erscheinen ihnen. Und Vers 9 steht, siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Das war was Besonderes. Die Klarheit Gottes leuchtet um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Das kann man gut verstehen. Nachts auf dem Feld, dunkel. Ja, und man achtet auf die Herde und man macht es schon zum wievielten Mal, ja, nachts ist es ruhig und ist es still und plötzlich kommt die Herrlichkeit des Herrn um sie, der Himmel geht auf, die Engel sind da und reden so eine Botschaft zu ihnen.
Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ja, die haben sich wirklich gefürchtet, als sie das gesehen haben. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, dem ganzen Volk Israel, große Freude wird dem Volk widerfahren. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland der Welt. Trotz diesem Thema, womit wir alle an der Nase rumgeführt werden, ist der Heiland geboren für die Welt. Das ist das Zentrale und die zentrale Botschaft nach wie vor. Niemand in der gegenwärtigen Situation, niemand ist so gut ausgebildet für den Umgang mit dem Irrsinn, den wir hier erleben, wie die Christen. Niemand ist so gut ausgebildet, so gut informiert wie die Christen. Denn da singen schon die Kinder im Kindergarten, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ja? Christen haben sehr viel Informationen in der Bibel, die dem Volk Gottes aber auch gepredigt werden müssen. Das müssen die Pastoren auch predigen. In der Bibel ist viel die Rede von Ränkeschmieden, von Verschwörungen. Die Bibel lehrt uns, dass wir hinter die Kulissen schauen sollen. Ja? Jesus sagt mal, urteilt nicht, was vor Augen ist, sondern urteilt ein rechtes Urteil, schaut dahinter. Paulus sagt, glaubt nicht alles, sondern prüft die Dinge, ja? Prüft einen jeglichen Geist, das Gute behaltet. Niemand in der ganzen Welt ist so gut ausgerüstet für das, was wir hier erleben, für so Zeiten wie jetzt, wie die Christen. Und denen, die nicht glauben, kann ich nur sagen, kehrt um zu Jesus Christus, fangt an, die Bibel zu lesen und glaubt dem, was geschrieben steht. So wie die Hirten auch. Ja? Denen wird ja auch gesagt, das habt zum Zeichen, da gibt es auch ein Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist schon zum zweiten Mal, dass dieser Begriff in dem Text auftaucht. Weil in Vers 7 steht schon mal Maria, ja, sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Davon berichten die Engel. Ja, das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und weiter unten steht nochmal, die Hirten, ja, die kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Erstens, es ist geschehen, als Maria geboren hat. Zweitens, die Engel kommen und berichten davon. Drittens, auf dieses Wort, auf diese Botschaft hin gehen die Hirten los und sehen und prüfen und sehen, es ist alles wahr. Alles wahr, was ihnen gesagt wurde von den Engeln, was passiert ist, was Wahrheit ist. Das Kind, Jesus Christus, ist gekommen, ist ins Fleisch gekommen, der Heiland ist geboren. Es ist wahr, das machen wir auch. Wir haben ein Wort empfangen, im Wort Gottes, in der Bibel. Wir prüfen das nach, wir schauen dann danach, wir gehen dahin, da wo das Wort Gottes ist, prüfen das nach und sagen, das ist alles wahr. Die ganze Bibel ist Wahrheit. Die ist nicht verfälscht übrigens. Ja? Viele sagen ja, die Bibel wäre verfälscht. Lasst euch keinen Bären aufbinden. Wenn die Christen die Bibeln, die ihr heute in den Buchhandlungen kaufen könntet, verfälscht hätten, wären die Juden die Ersten, die dagegen opponieren. Ja? Lasst euch keinen Bären aufbinden. Die Bibel ist wahr. Und den Maßstab, den man an die Bibel anlegt und an die Authentizität der Bibel und der Schriften, wenn man die an unsere Literatur anlegen würde, Shakespeare oder wegen mir auch alte Griechen, Sokrates und Co., hätten wir keine Literatur. Die Bibel ist wahr. Macht euch auf wie die Hirten. Geht hin, schaut, prüft, lest, untersucht, informiert euch. Und dann urteilt ein rechtes Gericht. Ja? Lasst euch nicht verdummen. Die Bibel ist wahr. Und ist die einzige Wahrheit, die übrig bleiben wird in der ganzen Lüge, in einer Welt voller Lüge, in der wir leben. Spricht die Bibel auch von. Ja? Sehr, sehr wertvoll. Ja? Die Christen sind die, die am besten unterwiesen und unterrichtet sind. Lasst uns gehen, sagen die Hirten. Und dann sehen sie, das ist alles wahr. Und dann haben sie, und das ist eigentlich schön, als sie das gesehen haben, das Wort ausgebreitet. Ja, da sie es aber gesehen hatten, als sie es gesehen haben und geglaubt haben. Warum haben sie es geglaubt? Weil es wahr ist. Ja, sie haben es geglaubt, dass Jesus Christus, der Heiland, in die Welt gekommen ist. Breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Das sollen wir auch tun. Wir breiten das Wort aus, was uns zu uns von diesem Kind gesagt wurde. Das mittlerweile kein Kind mehr ist, sondern der auferstandene Christus. Paulus sagt, wenn wir ihn auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr, denn jetzt ist er auferstanden. Er ist beim Vater im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und von diesem Kind haben wir gehört, von diesem gekreuzigten Christus haben wir gehört, vom auferstandenen Christus haben wir gehört und auch vom wiederkommenden Christus. Und das geben wir der Welt weiter, einer irrsinnigen, verstörten, verschreckten Welt, die im Chaos unterzugehen droht. Ja? Denen geben wir diese Botschaft hier. Der Heiland ist geboren. Weihnachten. Ja? Letzter Punkt. Maria. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Worte der Hirten,
die Worte der Engel, die ihnen, den Hirten und auch der Maria, überliefert worden sind. Die bewahrt sie in ihrem Herzen, die bewegt sie in ihrem Herzen. Die lässt das Wort Gottes nicht einfach an ihr vorbeigleiten oder von sich abgleiten, sondern das geht ihr ins Herz und sie behält diese Worte und sie bewegt sie in ihrem Herzen. Das tun wir auch. Ja? Und diese Worte waren: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Diese Worte hat Maria von ihrem Sohn Jesus, der ihr erstgeborener Sohn war, im Herzen behalten und bewegt. Ja, die hat ja ohnehin schon eine sehr bewegte Vergangenheit. Allein schon die Schwangerschaft, ja, ohne die Mithilfe des Josef, der Besuch bei Martha, ja, wo Jesus und Johannes praktisch schon im Mutterleib sich gegenseitig begrüßen. Die Botschaft, die Maria 9 Monate vorher von dem Engel bekommen hatte, über das, was gezeugt werden würde in ihr und wen sie da gebären würde. Das waren ja Dinge, die Maria schon mal gehört hatte. Und die war eine sehr junge Frau, ein junges Mädchen eigentlich noch, nach heutigem Maßstab. Aber die vergisst Gottes Wort nicht. Die hat Gottes Wort in ihrem Herzen behalten. Und diese Worte hier behält Maria in ihrem Herzen und bewegt sie dort. Ja? Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Welcher ist der Messias? Der Maschiach? Welcher ist der Gesalbte? Der Herr. Der Herr. In der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist eine Verheißung, die noch kommt. Ehre sei Gott in der Höhe gilt auch jetzt. Friede auf Erden ist nicht. Und den Menschen ein Wohlgefallen ist auch noch nicht. Das wird aber kommen. Und darauf sind wir Wartende, wenn Christus wiederkommt, vom Himmel herab. Das sagt die Bibel. Und das wird auch so kommen. Warum? Weil wir das gehört haben. Wo? In der Schrift. Und wir haben das geprüft. Ist alles wahr. Und es lohnt sich, das zu glauben. Ich wünsche euch recht viel Segen und ein, wenn das dann irgend möglich ist für euch, fröhliches und erfüllendes Christfest, Weihnachtsfest, wie auch immer ihr sagen wollt, ja, im Kreis eurer Lieben. Vielleicht, wenn ihr auch alleine seid, freut euch an dem Wort, freut euch an Jesus Christus. Lasst fahren, was ihr nicht ändern könnt und haltet euch fest an dem, was Gott tun wird, unaufhaltsam. Ja, das ist etwas Wichtiges und etwas Schönes. Und dann wünsche ich euch auch viel Gesundheit und wünsche euch auch ein gesegnetes und gesundes und, wo es auch sein darf, erfolgreiches neues Jahr 2021. Ich freue mich für alle, die einschalten. Ich freue mich für alle, über alle, die Kommentare geben. Ob die kritisch sind oder zustimmend, freut mich beides, weil beides tut dem Thema gut, ja, tut der Sache gut. Ich freue mich über das, was wir finden dürfen in Gottes Wort. Das ist so groß und so schön und so wunderbar, dass ich sagen möchte, es ist fast so, als ob Gott heroldet und ruft: Seht mal, das Wort Gottes bewegt sich. Ich komme, der Herr kommt. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.